It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zur Canals Collection. Ich stelle sie euch geschwind vor und ganz kurz noch als Antwort auf Idris, auf seine Frage von gerade eben. Ich habe es eben gelesen. Ich unterteile die Sachen in eigene Videos, einfach aufgrund von YouTube-technischen Dingen, der Findbarkeit und so weiter. Das ist dann geschickter, wenn man das halt einzeln macht. Wenn es jetzt nicht gerade eine fette neue Operation wäre, hätte ich auch vieles in einzelne Videos gepackt, aber so ist es nicht schlecht. Beginnen wir mit dem Spaß! Zuallererst haben wir hier mal die AWP The Prince. Ich dachte, als ich sie auf einem kleinen Bild gesehen habe, dass sie sowas wie eine Dragonlore wäre. Jetzt ist sie doch anders. Aber schick, natürlich. Auf jeden Fall schick. Gold und Rot, die beiden Sachen, die mir am wenigsten gefallen, kommen hier zusammen und ergeben aber trotzdem was recht Schönes. Ja, komm, es geht. Da gefällt mir wiederum die Benutzung von Gold und Rot bei der nächsten Waffe besser. Auch alleine schon, weil da andere Farben noch mit untergemischt sind. Blau und Weiß. Das sieht ganz schick aus. So generell ist es auch nicht gerade mein Stil, aber ja, hässlich ist es nicht. Auf keinen Fall. Vor allem, wenn man sich jetzt die Stained Glass anschaut, die dann doch am ehesten in die Richtung geht, in der ich gerne meine Skins habe. Aber wunderschön ist es jetzt auch nicht. Die Nova sieht sehr interessant aus. In klein sah es aus wie Feuer. Vielleicht haben die Dinger sogar so eine Bedeutung, diese Symbole. Brennende Blumen oder sowas. Und der silberne Lauf macht sogar einiges her. Auch eine MAC-10 ist hier mit am Start. Ist jetzt nicht ultra. Ich muss generell sagen, dass diese Collections, die jetzt dazu kamen, da sind ein paar schöne Skins dabei, aber alles in allem ist es jetzt nichts, was einem vom Hocker haut. Da zählt die hier eben auch mit rein. Auch die G3 SG1 ist jetzt nichts Besonderes. Also außer ich erkenne vielleicht irgendwas nicht. Wahrscheinlich hat das auch nochmal irgendeinen Hintergrund, der dann sich hier widerspiegelt und man als Eingeweihter das Teil ganz toll findet. Aber ich bin halt nicht eingeweiht. Wobei ich wiederum sagen muss, dass die Emeralds sehr geil aussehen. Oder die Emerald, Beretta Sandal 2, ne? Daher Emeralds. Diese Berettchen, ja, schlicht, aber hübsch. Ja, und was soll ich zur P90 sagen? Ist eine Collection. Es ist schön, dass die Collections rausbringen, dass man halt noch mehr Vielfalt hat und so weiter und so fort. Aber das ist nicht meins. Die Scout geht, aber es ist auch kein Skin, wo die Leute jetzt sagen würden, oh, da schwitze ich drauf hin, die hätte ich gerne in einem Giveaway oder sowas. Kann mir auch nicht vorstellen, dass die arg viel wert sind, diese Skins generell. Ja, die Scout kostet scheinbar 79 Cent bis 1,11 Euro. Okay. Die sind irgendwie einfach nichtssagend. Oder? Hier mal wieder ein Klassiker dabei. Candy Apple kennt man ja. Braucht man jetzt auch nicht zwingend. Na, es ist sehr viel. Sehr viel Schotter dabei. Orange Murano. Sowas hat man früher als Tapete gehabt, vor 40 Jahren. Die war sicherlich auch mal eine Tapete. Gefällt mir jetzt etwas besser als die letzten 10. Navy Murano. Schon wieder eine Murano. Naja, Indigo. Aha. Da ist wieder ein bisschen mehr drauf. Mehr Details. Und zu guter Letzt die Stone Mosaico. Mamma mia! Also ein Steinmosaik halt, ne? Also. Bis jetzt die schwächste Collection, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Da war die Norse Collection noch besser. Auf jeden Fall. Eine gibt's ja noch, die schaue ich mir jetzt als nächstes an. Und dann sind die Collections schon mal abgearbeitet. Keine Sorge an alle Neuen, die sich jetzt fragen, warum macht er jeden Tag so viele Videos? Nein. Ich denke, heute ist eh der letzte Tag, wo dann so viele Videos an einem Tag kommen, sonst täglich eins. Das liegt nur in der neuen Operation. Man muss direkt am Anfang rein und den ganzen Schwung mitnehmen. Und die Dinger von gestern haben wirklich schön reingehasselt, hat mich sehr gefreut. Und ja, darum mache ich heute nochmal das Gleiche. Und das war's dann auch. Bevor ich es vergesse, sage ich hier geschwind noch den YouTube-Giveaway-Gewinner an. Und zwar ist es Unknown Poly. Du hast gewonnen? Schreib mir bitte hier unter dieses Video, ah, ich habe gewonnen, cool, ich habe es mitbekommen. Und dann antworte ich darauf und frage dich in der Antwort nach deinem Trade-Link. Und den schreibst du mir bitte als ganz neuen Kommentar. Dann hier unter das Video. Nicht als Antwort, sondern als neuen Kommentar, denn die Antworten könnte ich übersehen. Sobald ich dich gefragt habe, buff, kannst du das raushauen. Vielen Dank an alle Giveaway-Teilnehmer. Einige von euch haben sich als richtige Schreiberlinge entpuppt und haben mir täglich weit über 100 Kommentare dagelassen. Also dann zusammen. Es waren vorneweg 20 Leute, die jeden Tag viele Videos durchgeschaut und kommentiert haben. Vielen Dank dafür. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die in die Livestreams kommen. Geiles Ding. Das nächste Giveaway wird dann die Tage starten. Ja, und das war's auch mit dem Video, ne? Haut rein. Wir sehen uns dann jetzt gleich wieder. Ciao, ciao.